wie das Überleben auf Festivals möglich ist, dem sei eben das gleichnamige Hörbuch ans Herz gelegt. Ich habe es mit viel Freude gelesen. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, das wird es auch den Zuhörern, weil es ist sehr witzig. Ja, ich finde es spannend, wie die Festivalwelt beschrieben ist. Ich finde es sehr lustig, sehr genau beobachtet, die ganzen popkulturellen Dinge. Verrückterweise, ich bin totales Kind der 90er Jahre und auch von dieser Punk-Rock-Indie-Nirvana-Geschichte. Aber ich war nie auf einem Festival. Alle meine Freunde sind damals zum Dynamo nach Eindhoven gefahren. Da war dann Biohazard und was weiß ich. Und ich bin nicht mitgefahren. Ich weiß bis heute nicht, warum nicht. Keine Ahnung. Insofern ist mir das so ein bisschen vorenthalten geblieben. Und insofern habe ich große Freude an diesem genauen Einblick in die Festivalwelt und die Phänomene, die es da alle gibt, die mir einleuchten, aber die ich in so einem Zusammenhang so noch nicht gehört habe und die sehr lustig und pointiert erzählt werden. Sie singen jedes Wort mit, heben die Hände zum Himmel, zünden Wunderkerzen an und rufen euphorisch zur Bühne deutend: Das ist meine Musik! Dann schauen sie in die Runde, als suchten sie nach Zuspruch ihrer Artgenossen und als wollten sie den Kids sagen: Seht ihr, das allein ist das Wahre, nicht der ganze Rest hier, die anderen 95 Dilettanten. Was genau den Dilettanten und was der Musik zugerechnet wird, hat allerdings nicht wie früher mit der Unterscheidung von hart und weich oder Melodie und Krach zu tun. Für die Kegler spielen die Toten Hosen Musik, aber Taking Back Sunday machen Lärm. Rammstein sind einsame Klasse, aber Radiohead komisches Gejaule. Von den Ärzten erwartet der Kegler die Single Männer sind Schweine, kriegt sie aber nicht. Ich denke schon, dass dieses Buch einen ganz wichtigen Beitrag für mein persönliches Allgemeinwissen geleistet hat. Macht auch ein bisschen neugierig. Ich habe da auf jeden Fall was verpasst, das merke ich schon. Aber ja, so Zelten und Menschenmassen ist halt so ein bisschen, naja, entweder man mag es oder man kriegt die Krise und ich bin Letzteres. Aber das ist schon spannend, was man da für einen Einblick erhält. Also das, vor allen Dingen, das kennt ja so viele, das sind ja Hunderttausende jährlich auf Festivals und das sollte man mal gehört haben. Bei Metallica hofft er auf Nothing Else Matters und Enter Sandman. Die Kegelkugel erprobte Faust in der Luft brüllt er: Excelite and so right, während James Hetfield Excelite Enter Night singt, falls er überhaupt den Song auswählt. Spielen Metallica statt ihrer Balladen nur den alten und neuen Thrash Metal von Master of Puppets und Zant Anger, verlassen die Kegler irgendwann kopfschüttelnd den Platz und murmeln: Heute spielen sie nur ihre Hottentottenmusik. Nur Chefgriller Udo bleibt da noch stehen, sagt seiner Frau: Geh schon mal vor, und reaktiviert den alten, heimlichen Headbanger in sich. Also mir gefällt gut die Anreise, weil man die Leute ja auf den Autobahnen sieht und jetzt weiß, was in denen vorgeht. Und auch die Sache mit dem Vorfreude-Flow, die man auch nicht nur im Zusammenhang mit der Vorfreude auf ein Festival zelebrieren sollte, sondern allgegenwärtig im Alltag sollte man die einbringen. Der Vorfreude-Flow.